Wo war für dich so der Punkt, auch zu sagen, ich mache doch weiter, als Laden Steko sich bei dir gemeldet hat? Was war so das Hauptkriterium für dich? Ich hatte es halt einfach also noch nicht ganz abgeschlossen im Kopf. Also es war schon so, dass mein Mann war auch eine große treibende Kraft, muss ich sagen, weil der auch gesagt hat, ja, wieso nicht? Und du bist jetzt vor 2 Jahren ja beim Kickboxen ausgestiegen und ich habe es schon auch immer vermisst, muss ich sagen. Und er hat gesagt, ja, wenn du jetzt so, das ist ja doch eine einmalige Chance, das ist ja das größte Kampfsportzentrum auch und die sind wirklich wahnsinnig erfolgreich. Da habe ich gesagt, okay, also wenn dann nur noch da und nachdem wir uns da wirklich vertraglich auch geeinigt haben, habe ich gesagt, okay, dann hängen wir jetzt nochmal ein bisschen Zeit dran. Du hast gerade gesagt, du warst beim Kickboxen bis zum Boxen und jetzt wieder zurück. Gab es da niemals so die Überlegung zu sagen, okay, wir gehen einen Schritt weiter vom Amateurboxen bis zum Profiboxen? Also ich muss sagen, ich habe das da eher so gesehen, dass es ist recht schwierig, sich im Profiboxbereich zu etablieren. Also ich kenne ja ganz viele fantastische Boxerinnen auch aus dem Amateurbereich, die es versucht haben, Profigeschäft, und sind halt sehr, sehr viele doch auch gescheitert. Also es ist halt schon auch wichtig, nicht nur das Können, muss man sagen, sondern auch das ganze Management, was auch drum steht, also wie es organisiert ist. Und das fand ich halt, das ist ja beim Stiko-Team schon sehr bemerkenswert, was da in den letzten Jahren gelaufen ist, wenn man das gerade sieht, wie die Frau Dr. Theis sich halt quasi etabliert hat, dann ja, das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, da ist wirklich was dahinter und deswegen habe ich es auf dem Weg probiert. Und halt auch, weil ich aus dem Kickbox-Bereich komme. Also ich habe schon mehr Erfahrung im Kickboxen als im Boxen. Du bist ja praktisch als, ich sage jetzt mal ganz bewusst, als Kickboxerin ungeschlagen. Ich weiß, es gibt eine Niederlage, aber ich habe mir auch von einem früheren Weggefährten von dir sagen lassen, Sven Kirsten, das war eigentlich überhaupt keine Niederlage, sondern ziemlich, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, beschiss. Kann man so sehen? War es wirklich so schlimm damals? Also ich muss sagen, es war sehr schmerzlich, weil ich mich doch auch in der schwierigen Zeit damals auf den Kampf vorbereitet habe. Und ich tatsächlich das Gefühl hatte, es war ja damals nicht irgendeine Niederlage, sondern ich habe meinen Profi-WM-Titel verloren. Und also ich persönlich hatte das Gefühl auch, nachdem wir das danach nochmal ausgewertet hatten, dass ich ganz klar gewonnen habe den Kampf. Und es war halt derzeit auch so, dass also bei dem Kampf selber, es ist halt immer recht schwierig, also wenn die Punkte sich vorliegt, aber es waren schon auch Sachen dabei, also die Runden sind gekürzt worden, also es waren schon ein paar Sachen da, wo man gesagt hat, okay, das war wirklich Schiebung. Deswegen war es auch schmerzlich, die Titel so zu verlieren. Jetzt hast du, wie schon eingangs erwähnt, zwei Kämpfe mit den Stekos gemacht. Sehr überzeugend, wie ich finde. Ist es jetzt schon zu früh, um über einen möglichen Titelkampf, ganz gleich, ob jetzt Deutsch, Europa oder WM-Titel ist, zu sprechen? Also es ist natürlich das Ziel, würde ich jetzt mal sagen. Ich möchte mich natürlich erstmal im Profibereich der Kickboxen auch ein bisschen etablieren und werde jetzt mit Sicherheit noch 2, 3 Profikämpfe machen. Aber das große Ziel ist natürlich für mich schon auch den EM oder den WM-Titel zu kämpfen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich gegen die Dame kämpfen kann, gegen die ich meinen WM-Titel verloren habe. Ja, wäre natürlich sicherlich nicht schlecht. Vor allem ist ja auch sowas gut zu vermarkten. Es ist ja so, es gibt ja dieses Gerücht, oder das Gerücht ist es ja eigentlich keins mehr, dass Dr. Gesine Theiss jetzt über kurz oder lang mit Sicherheit aufhören wird. Fühlst du dich jetzt ein bisschen auch so unter Druck gesetzt, da man dich ja in Anführungszeichen als mögliche Nachfolgerin aufbauen möchte? Na klar, siehst gut aus, hast einen Beruf, an dieser Stelle scheiß mal erwähnt, Polizeiobermeisterin, richtig? Genau. Ist es da auch irgendwo, verspürst du da auch irgendwo sowas wie einen Druck, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt hier eine neue Frau Dr. Theiss, oder sagst du, ich bin nicht Frau Dr. Christine Theiss, ich bin Just Julia? Also es ist schon so, dass dieser ganze Druck eigentlich von mir relativ weit, also relativ ferngehalten wird. Also es ist schon so, wenn ich ja, meine Kämpfe mache, jetzt auch in München war es wirklich so, dass man sich das angeguckt hat. Also Chrissy war wirklich, die hätte von einem Termin zum nächsten gehetzt und wir, die anderen Kämpfe, sag ich, wir hatten da wirklich Ruhe, wir konnten uns auch ein bisschen Berlin angucken, also wir haben es eigentlich ganz ruhig eingelassen. Und ich glaube, dass wir im Stiko-Team auch, also sind ja wirklich super Jungs jetzt auch mit dabei, der Daniel, der Simeon, wo ich jetzt momentan eigentlich noch nicht so das Gefühl habe, dass ich jetzt da auf so ein großes Podest gehoben werde. Ich würde mich freuen natürlich, wenn ich vielleicht irgendwann mal ja, ihre Position einnehmen kann, aber ich bin ein anderer Typ, das ist ganz klar. Also ich glaube schon, dass jeder von uns beiden, wir haben ja unterschiedliche Persönlichkeiten und entweder ja, werde ich so angenommen, wie ich bin oder sonst halt nicht. Jetzt hat sich ja dieses Jahr fürs Frauenkickboxen in Deutschland schon, wie ich finde, eine ganze Menge getan. Jetzt nicht nur durch den Kampf von der Christine gegen Anja Futsch. Es gab in Nordrhein-Westfalen gab es zwei sehr gute 8-Frauen-Tournaments, allerdings nach K1-Regeln. Da hat sich auch wirklich sehr, sehr viel getan.
Was glaubst du, was fehlt noch im Frauenkickboxen, dass vielleicht noch mehr den Sprung schaffen, aber auch vielleicht auch den Mut haben zu sagen, okay, ich riskiere das jetzt und versuche im Profigeschäft Fuß zu fassen? Also ich glaube, dass es eh relativ viele Frauen jetzt schon gibt, die sich am Profibereich auch also beteiligen oder interessiert dran sind. Drum, also ich denke, dass das Außenrum jetzt, wie gesagt, mittlerweile sich wirklich schon ja, ganz, ganz gut entwickelt hat. Es sind ganz andere Möglichkeiten, als wir es früher hatten. Also jetzt ist es schon so, man sieht es ja an der Chrissy, dass man einfach auch eine Frau als Hauptkampf haben kann. Das wäre früher undenkbar gewesen. Da wäre ja wahrscheinlich keine zu den Kämpfen gekommen, aber ich denke schon, dass egal ob jetzt im Boxen oder im Kickboxen, dass mittlerweile, also da ist schon so eine Trendwende mittlerweile drin und ich glaube schon, dass sich das noch weiter etablieren wird. Also die Mädels werden da mit Sicherheit dranbleiben und ich glaube, es ist alles im Aufwärtstrend da. Mir ist in München aufgefallen, gut, da war es jetzt vielleicht jetzt ein kleineres Kundstück, dass da wirklich eine riesen Fangemeinde dabei war. Aber auch in Berlin war ich wirklich überrascht. Man ist ja auch nicht gerade um die Ecke, wo du herkommst. Da ging ja Sprichwort die Luzi ab, als du reingelaufen bist. Ich glaube mal, viele von deinen Familienmitgliedern waren dabei. Wie wichtig ist es für dich, dass die Familie oder die engsten Freunde bei den Kämpfen mit dabei sind? Also das ist für mich wahnsinnig wichtig, muss ich sagen. Ich habe ganz, ganz engagierte Freunde und Familie. Also meine Großeltern sind zum Beispiel, die sind mit mir eigentlich schon um die ganze Welt gereist. Die haben mich schon zu Kämpfen in Kanada oder auch irgendwo in Afrika begleitet. Also die sind wirklich total verrückt, alle beide. Und zum Glück, muss ich sagen. Und auch die Fangemeinde, es war schon auch so, was super ist, dass ich halt einfach, dadurch, dass ich viele Kickboxkämpfe gemacht habe, kenne ich ganz viele Vereine auch in Deutschland. Und da haben mich auch ganz viele Berliner unterstützt, die ich halt einfach von früheren Kämpfen kenne. Und sonst sind da, wie gesagt, auch noch einige ganz, ganz verrückte Bayern mitgereist, wo ich auch ganz froh drum gewesen bin und die haben wirklich eine super Stimmung gemacht da. Ich hatte mit Daniel vorhin auch gesprochen. Der hat erzählt, wie das so war, die ganze Woche so in Berlin. Ich meine, es ist ja nicht so, wie man das vielleicht von früher kennt. Man fährt am Tag der Veranstaltung eben zu der Veranstaltung, stellt sich auf die Waage und sitzt dann in der Kabine und wartet, sondern ihr wart ja schon wirklich seit Montag vor Ort und seid ja gleich direkt hier ans Brandenburger Tor. Erzähl mal, wie hast du so die Woche erlebt? Also für mich war es recht shoppingkräftig die Woche. Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und wenn man ein Mädchen da schon mal, also wenn ich schon mal die Chance habe, eine Großstadt zu bekommen, ich war natürlich viel einkaufen. Und sonst habe ich, muss ich sagen, die Zeit genossen mit den Jungs, weil es ist doch sehr lustig, wir haben halt alle relativ viel Blödsinn gemacht, um uns einfach nochmal ein bisschen runterzubringen und dann gleichzeitig haben wir ein, zwei Trainingseinheiten am Tag gemacht und sonst waren halt noch ein paar Pressetermine, aber ich habe halt auch noch mit ein paar Freunden und Arbeitskollegen getroffen in Berlin. Also ich hatte eine schöne Woche, muss ich sagen. Und das bei dem Wetter. Du hast eingangs gesagt, du hast auch ein Söhnchen, Max, knapp 1,5 Jahre alt, wenn ich jetzt richtig informiert bin. Bekommt man das in dem Alter schon so mit, was die Mami da macht, wenn sie dann mal vielleicht mit einem Pfeilchen oder so nach Hause kommt? Also in die Richtung noch nicht, aber er ist ganz niedlich. Wir haben, ich habe eine Garage in Sandsack, damit ich ab und zu halt auch mal ein paar Trainings dann hinten zu Hause machen kann. Und da schlägt er auch schon ein bisschen dagegen. Und jetzt habe ich ihm einen kleinen Sandsack besorgt. Also ist schon begeisterter Boxer. Aber ich habe gelesen, dass du seine Nase so schön findest und es dir lieber wäre, wenn er Fußballer werden wird. Ja, doch, das stimmt auch. Also ich muss sagen, ich habe ja kein so zartes Näschen. Und seins ist ja wirklich noch sehr jungfräulich und noch ein ganz, ganz hübsches. Deswegen wäre es mir ganz recht, wenn er vielleicht ja, Richtung Ballsport oder Leichtathletik. Aber so wie ich das momentan sehe, lässt sich das wohl nicht aufhalten. Der braucht es lieber gegen den Sandsack. Naja, gut, die Gene hat er ja dann praktisch schon in die Wiege gelegt bekommen. Ja, das stimmt. Weihnachten hast gerade angesprochen, steht vor der Tür. Wenn man dich so sieht, wie bei Christine, total durchtrainiert, da ist ja kein Gramm Fett. Aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ist so unter uns, es hören ja auch nicht wirklich viele Leute zu. Welche Schwäche hat Julia Irmann? Einige. Die kann ich Dann. jetzt natürlich nicht alle aufzählen, Oh. das wird den Rahmen sprengen, aber eine große Schwäche ist, glaube ich, Essen. Also ich bin eine ganz, ganz schwer begeisterte Esserin. Darum muss ich auch meistens ein bisschen mehr trainieren als die anderen. Und was Oder wenigstens bevorzugst gut du? kaschieren, weil das können wir Frauen ja auch. Ich bin, also jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ich liebe Kekse, ich liebe Schokolade, am besten in Kombination. Und sonst, also meine Familie, die kochen alle sehr, sehr gut. Es wird auch an Weihnachten wieder ganz, ganz viel Essen geben. Deswegen, ja, die Weihnachtszeit ist schwierig für mich rüberzukommen. Ich versuche wirklich dann gleich ab Januar ganz streng wieder ein bisschen mit mir zu hadern und ein bisschen mehr zu trainieren und ein bisschen weniger Kekse und alles andere drumherum zu essen.
hast ja auch gesagt, eine Frau im Hauptkampf, das ist jetzt nicht so gerade eine, oder war früher undenkbar. Jetzt gibt es natürlich immer noch Leute, die sagen, egal ob von Männern oder von Frauen, eine Frau, die hat im Ring nichts zu suchen. Wie würdest du solchen Leuten entgegentreten, wenn dir jemand sowas sagt? Weil ich meine, wir leben im Jahr 2012, Emanzipation ist eigentlich kein Fremdwort mehr. Wie würdest du den Leuten entgegnen? Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, wenn Leute so eine feste Meinung haben, sie da ganz, also sie da irgendwie zu überzeugen. Also es ist schon so, dass ich glaube, ich denke, wenn die mich kennenlernen als Persönlichkeit, dann ist es schon manchmal so, dass sie vielleicht ein bisschen überlegen oder wenn sie auch sehen, teilweise wie hart ich trainiere dafür und dass ich mir da wirklich im Gegensatz, also was heißt im Gegensatz, dass ich mir den Männern einfach nicht schenke, dass ich nichts anderes trainiere als die Männer und eigentlich ja von der, also vom Körper her, ja eigentlich schon unterlegen bin, aber ich habe dieselben Trainingsgeräte. Ich habe dieselben, was ich Medizinbälle zum Beispiel, die wiegen genauso viel wie bei den Männern. Ich mache genau dieselben Wiederholungen wie die Männer und ich mache Krafttraining wie die Männer. Und dann ist es schon manchmal so, dass die Leute beeindruckt sind davon. Also die sagen dann, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass eine Frau, keine Ahnung, mit 60 Kilo oder 75 Kilo stemmen kann oder dass sie genauso oft den Medizinball an die Wand klatschen kann. Ich denke, wenn sie diesen Trainingsaufwand sehen und dann noch dieses Außen herum, was man sonst noch so als Frau zu handeln hat, dann sind sie meistens schon ein bisschen beeindruckt. Also da muss man eigentlich gar nicht groß erklären oder gegensprechen, sondern ihnen vielleicht mal zeigen, wo der Hammer hängt. Julia, ich habe jetzt noch einen Attentat auf dich vor. Ich nenne dir jetzt drei Stichpunkte und du musst versuchen, ganz spontan mit einem Wort zu sagen, was dir dazu einfällt. Okay. FC Bayern oder 1860 München? Ganz schwierig bei uns in der Familie, weil mein Schwiegervater 68-Fan ist und mein Mann Bayern-Fan und mein Sohn die ganze Zeit entweder mit einem Bayern-Dress oder mit einem 60er-Dress rumläuft. Also Oha. bei uns ist es ein großes, das ist eine faire Frage, ja. Aber ich würde sagen FC Bayern, weil sonst, der Okay. Schwiegervater wohnt ja doch nicht im selben Haus. Vorbild? Vorbild. Also ich bin jemand, der sich nahe Vorbilder sucht. Ich habe im Training Vorbilder, so wie ein Simeon. Und sonst ist ein großes Vorbild, muss ich sagen, meine Großeltern, weil die ist doch, also die sind jetzt fast 50 Jahre verheiratet und schwärmen immer noch füreinander. Ja, Also die das ist sind für mich ein schön. großes menschliches Vorbild. Tja, und Julia Irmen? Irmen. Manchmal ein bisschen übereifrig, aber glaube ich sehr, trotzdem sehr ja, sozial und liebevoll. Gibt es von dir noch irgendwas, wo wir jetzt sagen würden, Mensch, das hätten wir jetzt nicht von dir gedacht. Ganz gleich, ob du dir jeden Tag am liebsten die Schlümpfe anguckst oder nur mit dem Kuschelkissen einschläfst, irgendwas. Musikalisch ein sehr, sehr großer Typ. Also ich bin absoluter Leona Lewis-Fan und Adele und Whitney Houston. Also bei mir läuft nur sowas. Okay. Genau, sogar zum Training. Das heißt, es wird es bei dir nicht geben, dass DJ Tommy dich zum Walk-in begleitet. Wahrscheinlich eher nicht. Nicht außer er tut irgendwelche ruhigeren Klänge an. Schwer vorstellbar. Julia, gibt es irgendwas, was du deinen Hörern, den Lesern der Webseite oder deinen Fans schon immer mal mitteilen wolltest? Wenn ja, jetzt hast du die Möglichkeit dazu. Ja, was ich auf jeden Fall jetzt zu der Zeit möchte ich meinen Fans und Freunden und allen, die mich hören, eine ganz tolle Weihnachtszeit wünschen. Ich hoffe, dass ihr genauso innig mit eurer Familie feiern könnt wie ich. Ansonsten möchte ich sagen, ich hoffe, dass sich meine Fangemeinde halt einfach noch ein bisschen erweitert und ja, ich freue mich auf jeden, der mich in Zukunft da ein bisschen weiter unterstützt. Ja, und sonst sage ich noch, wie gesagt, guten Rutsch ins neue Jahr und euch auch, meine Damen und Frauen. So, also das war jetzt Julia Irmen. Wenn ihr mehr über Julia erfahren wollt, dann klickt sie doch einfach mal auf ihrer Facebook-Seite an. Julia, von mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Und wir von Ground and Pound, wir freuen uns jetzt schon auf deinen nächsten Kampf und vor allen Dingen auf ein paar für die Gegnerin schmerzvolle Sidekicks von dir. Vielen Dank. Danke dir, Ciao. Julia. So, damit sind wir nun auch am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Das war Ground and Pound Radio Impact Zone. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Sendung wieder mit dabei seid. Mein Name ist Tobias Gerold und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Ground and Pound Radio Impact Zone. Ground and Pound.